Moin Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal und zu Fortnite tatsächlich. Keine Ahnung, wie viel der Part es ist, da muss ich nochmal nachgucken. 190. Irgendwas. Nein, was für 190. Ich würde so sagen, kein Plan, Digga, welcher Part das ist. Naja. Jedenfalls, Leute, bald Live-Event vielleicht. Vielleicht. Kein Plan. Ob Live-Event. Aber momentan sieht es ja sehr danach aus, ne? Ich meine, es gibt ja schon den verfickten Scheiß-Countdown. Der hinten so irgendwie rumschwimmt und fliegt. Also sieht es mir sehr nach einem Live-Event aus. Ja. Ich würde gerne wissen, wo ich landen möchte. Ja, ich weiß nicht, Digga. Ich habe das Game fast in letzter Zeit gar nicht mehr gezockt. Pfannkuchenfestung. Obwohl, nee. Dann lande ich. Ja, dann lande ich in der Festung. Dann lande ich in dieser Basis. Neben der Pfannkuchenfestung und gehe dann rüber zur Pfannkuchenfestung, um auch den Loot da hinten abzuschrauben, okay? Hört sich das gut an? Okay. Diese scheiß Handlanger sind nochmal reingekommen in den Shop. Das wollte ich schon seit Ewigkeiten. Ich habe mir immer so gedacht, Digga, wieso diese Handlanger, diese Skins, die sind so geil. Vor allem dieser Ghost-Handlanger. Diese Skins sieht so geil aus. Bringt die bitte in den Shop, Fortnite. Gut, haben die jetzt gemacht. Habe ich mir direkt gegönnt, natürlich. Ach, was ein Hurensohn, Digga. Such die anderen Landplatz. Ja, komm, land ruhig, Pfannkuchenfestung. Ja, kann ich verzichten drauf. Ich will nur hier. Okay, warte ganz kurz. This is the best way we can have ever eaten. Yum, yum, yum. So, Pistole? Ne. Zugangskarte, was ist das denn jetzt? Ah, nee, Digga, was willst du denn? Zugangskarte erinnert mich übelst fett an die Tresorkarten damals. Waffenautomat. Für mehr sonst nichts. Das war meine Ausrede, wenn ich mir solche Sachen kaufe. Ich gönn mehr sonst nichts. Stimmt doch auch eigentlich. Diese Goldbarren gammeln seit Ewigkeiten vor sich rum und ich benutze sie einfach nicht. Also why not? War das jetzt der einzige Handlanger hier oder gibt's auch noch andere? Ich finde es auch ziemlich geil irgendwie, dass ich mit genau 75 Leben überlebt habe. Genauso wie ich heute irgendwie mit 50 Leben genau überlebt habe. Das ist geil. Hab's heute nochmal ein bisschen angezockt, das Game, ja. Kein Plan. Kein Plan, Digga. Ich weiß nicht so ganz genau. Ja, mal wieder schön zu gewinnen, aber dann gibt's natürlich diese Spitze. Und die machen mir das ganze Game kaputt. Weil das rangbasierte Matchmaking funktioniert leider in Fortnite noch nicht so ganz gut. Dann ist doch ein Typ gelandet, ich hab's doch gesehen. Halt, ich bin der Einzige hier. Jetzt. Ich habe einen Handlanger getötet, das war anscheinend der letzte Handlanger hier. Keine Ahnung, wohin sich die Typen alle verduftet haben. Der arme Digga muss ziemlich einsam gewesen sein. So ganz alleine, wirklich ganz alleine. Nicht mal ein Bohr oder so bei ihm. Das Ding bounced ja mal gar nicht, Digga. Da kann man ja gar nicht fliegen. Jetzt hier ist doch aber auch ein Typ gelandet. Ja, klar. Ist doch auch einer gelandet. Wo ist er? Wieso ist das Ding eigentlich Pfannkuchenfestung? Ich meine, der Name gibt ja gar keinen Sinn eigentlich. Ich meine, sieht es aus wie ein Pfannkuchen?
meine, wie sieht ein Pfannkuchen aus? Bessere Frage, ne? Ich würde nicht sagen, dass diese Festung jetzt einem Pfannkuchen ähnelt. Ja, wir haben doch irgendwo noch ein Schwammpad gesehen, das brauche ich. Schwammpad, geil. Bouncepad ist auch nicht mehr, oder? Im Spiel? Nö. Die wurden auch wieder rausgenommen. Ich finde so alles, ja, ne? Aber so macht man das immer. Bring eine richtige Sache ins Spiel wieder rein, sowas wie Fallen oder so, Fallen, Digga. Haben wir auch seit diesem Spiel keine richtige Falle mehr gehabt. Eine richtige Falle jetzt mit diesen Stacheln haben wir auch seit Ewigkeit nicht mehr gehabt. Würde ich auch mal wieder drücken. Hoffentlich in Season 8. Aber, ja, so macht man das, warte kurz. Timer abbrechen, so. Sie macht schon das, weil das ist ihre Art. Übrigens, so eine richtige... Zick dich, Digga. Übrigens, so eine richtige Sache ins Spiel rein, die jeder feiert. Nicht das Season ist wieder draußen. Nicht das Season ist wieder draußen. Was hat das für einen Sinn? Was ist das hier wieder für ein Scheiß? Mann, das ist ein Horrorspiel geworden, hier. Nicht, dass ich das gruselig finde, aber was ist das vorhin geworden? Übrigens, solche Skins und so mittlerweile ins Spiel rein. Wisst ihr was, Leute? Das war vor 2 Jahren, ne? 2018, 2019 so. Da hat sich kein Mensch auf der ganzen Welt gedacht, dass Fortnite einmal zu so einem Spiel wird. Kein Mensch! Hat sich gedacht, dass Fortnite einmal zu so etwas wird. Dass sich Fortnite so ändern kann, ehrlich gesagt. Ich meine, das Einzige, was hier noch geblieben ist, ist vielleicht das Spieldesign. Und das Sturmgewehr. Und das war's auch wieder. Und naja, die Verbänder. Die Verbänder sind uns voll. Das Auto nicht wegwerfen, sondern wo ist das Auto? Das ist das Auto. Schaff ich es noch zum Auto, bevor der Sturm schafft? Schaff ich es zum Auto? Schaff ich es zum Auto? Oh mein Gott, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh, Alter! Komm weg hier, direkt einfach. Ich fahr einfach jetzt durch hier nach Blessenberg. Das mach ich, das wird zu tun. Ich hoffe, hier ist kein Typ. Und wenn hier ein Typ ist, dann wird er wahrscheinlich das Aachen los und dann suchen wir zu töten. Ich will in das Buch. Ach, das ist jetzt egal, dass das Ding was kaputt ist. Ich will einfach in das Buch. Aber wer ist da? Wie singt man das hier noch normal mit R, ne? Oder? Wer ist da oben? Komm, da warst du schon ein bisschen überfordert, ne? Alter, dieses Game. Mann, ich... Oh, ich will gegen die Strömung hier. Das war doch wieder so klar, dass ich gegen die Strömung mache. Die Strömung kann aber nicht einmal auf meiner Seite sein. Ah, der Boost funktioniert nicht mehr. Ich muss jetzt einfach wieder das Scheißverbänder gönnen. So. Oh mein Gott, der Christian war komplett überfordert, glaube ich. Ich war komplett überfordert, ehrlich. Seitdem ich hier fast nur noch gegen Bots antrete, weil ich Level 27 bin, ich bock das Spiel ein bisschen. Ich meine, die bauen fast nicht. Sind fast nur schlecht, treffen keinen an den Schuss. So kann es nicht spielen, ne? Natürlich gibt es immer noch auch ein paar Leute, die gut sind. Und was ist denn da passiert, bitteschön? Aber von denen gibt's gar nicht mehr so viele. Ich höre aber wieder einen Sniper und darauf hab ich gar keinen Bock, ehrlich gesagt, gerade. Nicht wieder mit so einem Kiki den Sniper-Battle machen. Ehrlich, nee, darauf hab ich jetzt... Oh Gott.
Allein wenn ich dran denke, könnte ich mir beim Kreis kotzen und rein. Was ist denn das eigentlich für ein Flingi-Stein, der hier komplett komisch aus? Der Alien-Gebiet auch hier, ja. Fortnite, das muss ich den Fortnite wenigstens lassen. Diesen Punkt gebe ich denen. Kreativ mit den Seasons sind die, ja. Ich meine, es ist abwechslungsreich. Naja, ja, ganz so abwechslungsreich nicht, weil ich meine, jede Season ist scheiße. Also, viel Abwechslung hat man nicht, aber... Ihr wisst, worüber ich hinaus will. Von ist ein Video, den nehme ich kurz auf. Wenn ich es noch rechtzeitig schaffe. Man muss leider... Dwellgun? Will ich Dwellgun dafür sagen lassen? Sorry. Ja, Dwellgun lasse ich dafür sagen. Biggie, leider wichtiger als Dwellgun. Bin zwar full, aber... Biggie for life. Ich brauche eine bessere Shotgun, Blatt. Ich habe eine graue Shotgun, fast alles blau hier. Und dann kommt die Shotgun. Oh Mann. Oh ne, leck mich. Lass mal weg. Ich würde gerne auf hier, aber ich habe keine Zeit dafür. Nein, aber danke für den Scheiß, du fetter Wichser. Bessere Shotgun haben wir jetzt auch nicht gehabt. Und wisst ihr, was ich da jetzt sage, Leute? In so einer Situation? Wieso auch? Wieso sollte er auch eine bessere Shotgun haben? Hat er überhaupt eine Shotgun gehabt, der Typ? Nee, ne? Kann mir auch keine bessere passen. Ach, das ist doch schon wieder so klar, Digga. Klar gewesen. Na gut. Junge. Aber ihr wisst, was ich meine? Es war ein Noob. Er hat nicht gebaut, sondern nur versucht, fair zu schreiben. Und da hat man auch jetzt gespürt, dass das ein echter Spieler war. Man hat gespürt, dass das diesmal jetzt ein echter Spieler war und nicht ein Bot. Man hat es einfach gespürt. Man spürt es auch daran, wie die sich bewegen, wie die schießen. Wie jetzt ihre Spielmechanik ist, das spürt man daran einfach. Und ich habe jetzt gespürt, das war nicht der Spieler. Der Spieler war nicht schlecht, er war auch nicht gut. Genau so muss eine gute Runde auch laufen. Wo ich auch wirklich meine Chance habe. Ja? Wo ich wirklich eine scheiß verdammte Chance habe. 6 Spieler leben noch. 5 Gegner. Oh, ja komm, das ist ein Parasit. Gib mir den nicht. Ich finde auch, die Map hier wird langsam wenig voll, ne? Da kann man vielleicht noch einen Ort machen, da kann da einer hinpassen, vielleicht noch. Hm. Ah! Nein. Ey, diese Parasiten sind das Nervigste auf der ganzen Welt, ne? Die Dinger wird man nur los, indem man ins Wasser geht oder einen heftigen Kampf hat. Wenn man angeschossen wird, kriegt man die Dinger auch weg. Aber anders geht's nicht. Momentan ist hier ein bisschen Waffenruhe. Ich verstecke mich einfach hier, bis ich weiter muss. Ich mache so, wie ich es damals auch immer gemacht habe. Hat eigentlich immer relativ gut funktioniert, ne? Kannst du durch viele Zielfernrohre gehen. Das Zielfernrohre, ne? Das ist so unmöglich.
Muss ich jetzt Angst haben? Nur so eine Frage an die Leute, die täglich Fortnite spielen. Muss ich bei diesen Geräuschen Angst haben? Ja, das war klar. Was ist das passiert? Das ist da so ein Typ in der Busch verkehrt. Au revoir, Monsieur. Ah, da fliegt auch ein Typ. Schade, in der Säure hat man damals mal ein wenig Heal gekriegt. Warum? Der Typ könnte überall in dem scheiß Gebäude sein. Und er muss genau in meinem Raum sein. Genau! In meinem Raum! Wie wahrscheinlich war das denn schon da? Okay, Biggie. Medkit für diese 2 HP, 1,5, Franchise. Wieso nicht? Ey, ich brauche immer noch eine bessere Shotgun, ne? Das hat sich jetzt nicht geändert. Hat der Typ eine bessere Shotgun? Nö. Hätte die gleiche Shotgun gehabt, das war doch wieder typisch. Gut, ich lade immer meine Waffen alle einmal auf und dann muss ich auch schon weiter. Gut. Seht nur noch einer, okay. Versteckt sich der Hurensohn. Machen wir es schnell, mein Freund. Machen wir es schnell. Ob du stirbst oder ich sterbe, machen wir es einfach schnell. Beenden wir dieses Drama von Steamy Sex. Das Drama von Steamy Sex würde die Geschichte eingehen werden. Hört ihr ihn? Hurensohn, Digga. Er verkehrt sich da oben. Der kam da oben, der Typ, der macht sich gemütlich. Na gut, wieso nicht, ne? Wenn man das kann, dann macht man das auch. Ich bin mir fast sicher, dass der Typ noch da oben ist. Ganz sicher bin ich mir gar nicht mehr. Ich mach das einfach schnell. Wie viele Mess hat der Typ eigentlich? Ist doch abnormal, Digga!
Ich kann nicht fahren. Wie viel Leben hat der Typ eigentlich? Ehrlich jetzt, das ist... Ich glaub's nicht mehr. Nein. Oh. Was ein kranker Bastard, Digga. Oh ja. Komm. Ich kann nichts machen. Der Typ hat Heal bis zum Tode. Bis zum Tode hat der Typ Heal. Bis zum Tod. Ich frage mich, wie viel Heal der Typ hat. Gut, er hat 1000 Schildtränke, ehrlich. 1000 Schildtränke, 1000 Medkits, wollen wir nicht mehr drüber reden. Er hat Meds bis zum Tode. Und was soll ich tun, wenn ich eine scheiß grüne taktische Schrotflinte habe? Was anderes habe ich nicht gefunden. Eine grüne taktische Schrotflinte. Es ist echt unglaublich. Ich habe gut gespielt. Ich. Ja, das ist gegeben, Digga. Ich konnte nichts machen. Er hat eine goldene Pumpgun gehabt, ehrlich jetzt. Mit einer goldenen Pumpgun. Was soll ich dann großartig machen? Wenn der Spiel bis zum Tod hat, Digga. Komm, Digga. Ganz ehrlich, bock nicht mehr. Echt, Digga, bock nicht, Mann. Bock nicht. Ich versuche es nochmal in einer Runde. Werde ich aufnehmen. Wenn es da nicht funktioniert, dann habe ich Pech gehabt, Digga. Ehrlich jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Mach's gut. Ciao.